Hi Leute und willkommen zurück. Ich bin Julian und ja, willkommen zum 8. Spieltag der DPL. Und ja, mein nächster Gegner ist Synnexus. Ja, er ist für Zaratox eingesprungen, weil Zaratox raus ist. Und ja, erstmal will ich mich direkt am Anfang einmal bei dir entschuldigen, Nexus. Ich weiß nicht, ob du das Video siehst oder nicht. Aber falls doch, dann entschuldige ich mich hier jetzt nochmal. Ich habe es auch schon in Skype geschrieben dafür, dass das sich mit dem Kampf so hingezogen hat, bis es dann wirklich geklappt hat, weil ich die Woche wenig Zeit hatte und so und dann nachher noch das mit dem Pokémon so lange gedauert hat und alles. Ich entschuldige mich nochmal wirklich dafür. Das war doof, es hat wirklich sehr lange gedauert. Und ja, damit will ich mich dann auch noch direkt wieder bei Zack bedanken dafür, dass er mir die Aufnahme gegeben hat, mir das Video aufgenommen hat. Und dann noch einmal Haar im Mund. Lecker. Dann will ich mich auch bei Luis bedanken dafür, dass er mir mein Team gemacht hat. Und auch noch bei Menno wieder, weil er mir das Redakteur gemacht hat, weil ja, Luis hat das mit Power Safe gemacht. Und irgendwie ging das mit den Splits, mit den V-Splits nicht so. Und das hat Menno mir dann gemacht, das Redakteur. Also euch allen danke noch und ja, dann würde ich sagen, kann man direkt anfangen. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ich bin wieder ein bisschen verpeilt und ein bisschen müde. Es ist nämlich auch schon wieder 2:30 Uhr morgens, ja. 2:30 Uhr morgens am Samstag. Ich habe immer die besten Zeiten, um diese Kämpfe aufzunehmen. Egal, ich denke, ich habe alles gesagt. Ich habe mir den Kampf jetzt nicht nochmal vorangeguckt, weil der vorhin erst war. Ich hoffe, ich habe das noch alles so gut in Erinnerung. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, wir fangen bei Nexus an. Er ist mit Keldeo geleadet, hat dann noch dabei seinen Pixie Aeropteryx. Ja, Aeropteryx, so, jetzt denke ich ausgesprochen, müsste richtig sein. Dann auf Yaro, das Xatu und ja, Azumarill. Mir ist jetzt aufgefallen, dass er gar nicht seinen Signature, nicht sein Signature muss er ja mit haben, Xatu, eigentlich gar nicht seinen Mega-Pokémon hat, seinen exklusiven Mega. Ich meine, bisher hatte ich in allen Kämpfen, die ich gemacht habe, ich habe ja nicht alle anderen gesehen, gebe ich zu, oh nein, aber bei den Kämpfen von mir und die ich gesehen habe, da hatten bisher immer alle das Mega mit. Wenn ich mich recht entsinne, bei meinen auf jeden Fall, da weiß ich es, bei denen ich geguckt habe, habe ich nie so drauf geachtet, ich denke schon. Ja, aber ist ja auch gar nicht schlimm. Muss man ja auch nicht mitnehmen. Ja, auf jeden Fall, bei mir bin ich mit Vesprit geleadet, hatte dann noch dabei mein Regirock, Aerodactyl, Sylveon bzw. Felnara, Suicune und ja, dann noch mein Sinmuna. Und ich denke, dann würde ich sagen, ja, dann können wir den Kampf beginnen. Ja, ich bin, wie gesagt, mit Vesprit geleadet, er mit, ja, mit Keldeo und ich habe direkt am Anfang den größten Fehler gemacht. Ich habe überlegt, gehe ich safe auf einen Donnerblitz, was ja auch gar nicht schlecht gewesen wäre gegen Keldeo, oder gehe ich jetzt doch die Rocks rauslegen, weil gegen sein Team die Rocks ja richtig gut sind und alles. Und, ja, dann war der größte Fehler. Ich sehe sein Xatu rein und dann so, scheiße. Das Viech hat doch Magiespiegel. Wieso war ich so dumm und hab's gemacht? Das war... Ich habe zwei Pokémon mit Fokus gut mit, weil er ja keinen Stealth Rock Leger hat, was ja auch nicht unbedingt nötig ist mit Xatu und das war direkt der größte Fehler, ich weiß auch nicht, das war einfach nur dumm. Egal, auf jeden Fall bin danach dann direkt auf den Donnerblitz gegangen, der hat auch über 50% Schaden gemacht, er hat mich dann paralysiert und ja, es war mir klar, dass er jetzt Ruhrort einsetzen wird, deswegen bin ich jetzt safe ins Tribuna geswitcht, weil dadurch, dass der Fokusgurt jetzt dann auch gebrochen ist durch die Tarnstange, musste ich es irgendwie anders safe reinbringen. Ja, ging ja jetzt gut, weil der Ruhrort sehr predictable war. Er war klar, dass er kommt, jetzt der Ruhrort. Und ja, ich bin, und ja, wie gesagt, es war auch echt am Anfang. Donnerblitz wäre safe gewesen auf Dingens auch, hätte da jetzt schon gemacht. Ist auch egal, auf jeden Fall. Er geht jetzt in sein Pixie. Ich bin einfach safe auf den Abschlag gegangen, weil es eigentlich allen relativ guten Schaden macht. Ihr seht, selbst Pixie, obwohl es nicht sehr effektiv ist, gut, es hat einen Crit gemacht. Stimmt, hatte ich schon wieder vergessen. Ja, Crit, aber es hätte allen sonst ganz guten Schaden gemacht. Da ging jetzt auch durch den Crit. Dachte mir, ja, gut, dadurch jetzt, dass Focus Session alles tot ist. Ich will jetzt nicht, dass noch ein anderer unnötig Schaden bekommt, Tarnstein plus Mondgewalt, deswegen habe ich hier dann doch das Nibuna schon verrecken lassen, aber es hat allein durch Gift-Heap dann doch noch ganz guten Schaden auf Pixie draufgehauen und ja. Danach bin ich dann mal Aerodactyl gegangen, bin dann direkt in die Mega gegangen und ich wusste, ich tank eine Mondgewalt ganz gut und bin deswegen auf Clownwetzer gegangen, weil ich damit allen sehr viel Schaden mache, beziehungsweise die meisten auch One-Hitte.
Und ja, ich, wie gesagt, Mundgewalt ganz gut wegtanke. Deswegen dachte ich mir, gehe ich einfach safe auf den Clownwitzer. Und er ist dann auf Weichei gegangen. Und das Gute war, er scheint Magic Guard gewesen zu sein. Denn ich meine, ja, er hat, ich meine, sonst hätte er Eisenstein nicht gekillt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die was der Kalk war. Ich glaube, bei plus 0 sind es irgendwie 77% oder so. Und das waren, glaube ich, schon 80-90% irgendwie. Deswegen, ich glaube, es war Magic Guard, was auf jeden Fall auch gut an dieser Stelle war. Ja, jetzt war's. Ich habe nicht mit Scarf gerechnet. Ich habe echt nicht mit Scarf gerechnet. Ich meine, ich weiß nicht, ob es sich gelohnt hätte, auch noch rauszuswitchen. Wahrscheinlich schon. Aber ich habe nicht mit Scarf gerechnet und natürlich trifft die Hydro-Pumpe auch direkt. Das war dann natürlich auch nicht ganz so gut für mich. Da war mein Aerodactyl noch weg, obwohl Aerodactyl, glaube ich, alle gewone-hitted oder getwo-hitted hätte mit plus 1 Clownwitzer. Und vor allem auch Steinkarte dann fast immer getroffen hätte. Aber gut, ich bin auf jeden Fall in mein Silvion gegangen. Er switcht in Zephyro, was ich perfekt predicted habe. Es war mir eigentlich klar, weil Zephyro das einzige ist, was die Feenattacken gut abfängt. Beziehungsweise das einzige, was so resistet. Und deswegen habe ich einfach HP Rock draufgehauen. Und ja, es hat ihn zur Hälfte circa gekillt, ein bisschen mehr als Hälfte sogar gekillt. Und jetzt dachte ich mir, ich gehe einfach nochmal safe auf einer HP Rock. Ich wusste nicht, dass ich den Sturzzug auf jeden Fall überlebe, weil er nicht voll Angriff investiert sein kann und er mich nur bei sehr hohen Investment in Angriff gewonnen hätte mit dem Fiaro. Und deswegen dachte ich mir, gehe ich nochmal safe auf HP Rock. HP Rock, mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Selbst wenn er Ruhrort einsetzt, würde ich dann auch guten Schaden machen und dann würde ich zur Not danach wechseln. Aber er ist zum Glück im Sturz zugegangen und dadurch habe ich ihn auch schon weg gehabt. Fiaro war nämlich auch so gesehen der größte Threat, zumindest gegen mein Silvion und ja, ohne das konnte Silvion dann sehr viel auf jeden Fall machen. Ja, er ist hier wieder in sein Keldeo gegangen. Ich dachte mir, ich wechsle jetzt in Vesprit, weil ich meinen Filinaro nicht verlieren wollte. Und ja, Hydro-Pumpe hat das zweite Mal getroffen. Aber danach hat er dann gemisst und ich bin durch die Paare gekommen, habe Donnerblitz gemacht. Hat über 50% Schaden gemacht. Er hat nochmal eine Hydro-Pumpe drauf. Geht leider wieder daneben und ich komme natürlich wieder durch. Und dadurch war dann auch sein Keldeo weg, was auch sehr gut war. Ja, wohin ist als nächstes? Muss ich mal kurz gucken. Ah, genau, in seinen Vogel, in seine Aeopteryx. Ja, hier dachte ich mir, rauswitchen uns jetzt nicht mehr so sehr, vor allem wegen Donnerwelle und alles. Und so viel Leben hat es auch nicht, da noch Tarnsteinschaden. Da habe ich es natürlich jetzt einfach geopfert. Ja, er hat noch einen Knockoff einfach gemacht, weil es auf jeden Fall safe ist. Ich bin dann auf jeden Fall in Suicune gegangen. Ja, er ist dann danach rausgeswitcht. Ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, welches Pokémon, das werden wir gleich sehen. Tut mir leid. Denn ja, ich hätte doch nochmal vorher angucken sollen. Genau, in den Goldjungen, das war seine Zumerle. Stimmt, jetzt war die Stelle. Ich erinnere mich. Ich bin auf jeden Fall safe auf den Siedewasser gegangen, weil es auch das Aeopteryx fast gewonnen-hittet hätte. Ja, macht dann nicht ganz so viel Schaden. Hab dann einfach nochmal gedrückt, weil ich einfach auf den Burn gehofft habe. Ich habe mir schon gedacht, er könnte möglicherweise echt Belly Drum haben, was er sogar hatte, was ihr jetzt auch sehen werdet. Ja, ich habe aber zum Glück gekrittet, was mir den Arsch sowas von gerettet hat. Ja, jetzt kommt aber eine doofe Sache. Ich meine, es ist gut für mich ausgegangen, aber es war einfach dumm, weil ich habe Siedewasser und Spukball drauf gehabt und ich hätte Spukball machen müssen, weil ich habe schon auf Siedewasser gedrückt und ich denke mir so, bin ich dumm? Ich war mir nämlich nicht sicher, ob Siedewasser wirklich killen würde. Spukball hätte auf jeden Fall gereicht, aber Siedewasser, ich dachte mir so, scheiße, wenn der das jetzt überlegt, dann kann er mich damit echt noch vielleicht wegsweepen. Ja. Zum Glück durch den Crit und alles hat gereicht und ja, ich weiß auch nicht, wieso ich einfach auf sie rausgegangen war. Das war dumm. Er geht auf jeden Fall wieder in Aeropteryx, er hat einen Knockoff gemacht. Ich bin dann safe auf Siedewasser gegangen, hab ihn dann ja fast getötet, wie gesagt, es killt zu 90%, irgendwie 90% Schaden macht circa. Hab sogar den Burn bekommen, er hatte noch 1 KP. 1 KP durch den Burn hat er bekommen, aber ja, dann kam kam richtig guter Zug von ihm. Ich hätte echt null mit Notsituation gerechnet. Ich meine, es ist, wenn ich so drüber nachdenke, auf jeden Fall eine gute Attacke auf Aeropteryx. Aber ich habe da null dran gedacht. Wirklich null. Und ja, dadurch war ich dann auch noch auf 1 KP. Ich habe Karmann eingesetzt, weil ich mir dachte, ja, er steht eh durch den Burn. Da brauche ich dann keine Attacke mehr einsetzen. Ja, hätte ich Notsituation gewusst, wäre ich natürlich auf einen Rest gegangen. Ja, dann ist er in sein letztes Pokémon, in sein Xatu gegangen. Hat dann noch eine Psychokinese gemacht, die dann auch gereicht hat für meinen Suicune, was klar war bei einem Leben. Ja, ich gehe auf jeden Fall in Regirock. Ich habe mich als erstes geboostet, weil ja, ich damit einen sehr, sehr sicheren One-Hit-KO bekomme. Nicht hundertprozentig sicher, aber sehr sicher, weil der Min-Damage liegt dann bei
90,7%, deswegen dachte ich mir, mache ich einen Fluch, damit ich auf jeden Fall auf derselben Seite bin. Er ist auf Psychokinese gegangen. Ich regeneriere dann nochmal ein bisschen durch die Überreste. Er ist dann, ja, weiter auf Psychokinese gegangen. Ich habe den Steinagel draufgehauen, weil ich mir sicher war, dass One-Hitten wird, oder ziemlich sicher war halt. Aber ja, er hatte noch die Beere drauf. Dadurch mache ich ihn dann ca. 50% Schaden, glaube ich. Ja, das passt, ca. 50% müssen das ca. sein. Ja, gut. Ich bin jetzt dann... er geht weiter auf jeden Fall auf Psychokinese. Ich bin jetzt nochmal auf den Fluch gegangen, weil... Ich wollte sicher gehen. Jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, denke ich, wäre es anders vielleicht doch sicher gewesen. Da sage ich gleich noch was zu, aber ja. Ich bin nochmal auf den Fluch gegangen, weil ich sicher gehen wollte, dass ich dann ihn gleich auch dann One-Hit, ich bin auf jeden Fall auf den Fluch nochmal gegangen. Er hätte noch Psychokinese eingesetzt, und ja. Dann habe ich noch den Steinhagel eingesetzt und damit habe ich dann auch mit einem 2:0 gegen ihn gewonnen. Und ja, an dieser Stelle dann nochmal ein GG an dich, Nexus, war ein guter Kampf und ja, er war nicht so hexlastig, aber zum Beispiel der Crit auf Azuma hat sehr wahrscheinlich gemerdet. Ich weiß nicht, ob zwei Siedewasser und einen Spukball gereicht hätten, also hätte ich am Ende einen Spukball gemacht und das eine hätte nicht gekrittet. Ich glaube, das hätte auch nicht gereicht. Ich weiß nicht, weil ich meine, das hätte bei den Azuma wirklich Schaden gemacht und so. Aber ich meine, Hex gehören so oder so da auch dazu, kann man nichts machen. Ich weiß nicht, ob es wirklich spielentscheidend war und alles, aber ja, es war auf jeden Fall ein guter Kampf und hat Spaß gemacht. Und ja, jetzt, was ich zum Ende sagen wollte bei Regirock. Ich bin nochmal auf den zweiten Fluch gegangen, weil, ich habe gedacht, vielleicht drückt er ja den Roost. Weil ich dann, wenn er sich roostet, mache ich mit Steinhagel, ja, dann ist es ja nicht mehr sehr effektiv, weil ja der Flugtyp verliert. Und dann dachte ich mir, gehe ich lieber nochmal auf den zweiten Fluch, damit ich dann mehr Schaden mit dem Steinhagel mache und dass er sich dann ja nicht gegen roosten kann, sage ich mal. Nur das Problem war dann, dann habe ich im Nachhinein jetzt nochmal, als ich mir das angeguckt habe, habe ich so gedacht, ja, es war gar nicht so sicher. Ich meine, den Kampf hätte ich trotzdem gewonnen, denke ich. Weil ich hatte dann halt nochmal Felinara und Felinara spezielle Wall. Ich meine, ich habe es offensichtlich mit Scarf gespielt, aber es hätte auf jeden Fall nur Psychokinese getankt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und damit hätte ich es dann auch gewonnen. Also ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich denke, vor allem wenn ich es getankt hätte auf jeden Fall. Ich habe nämlich auch den Hyperstrahl drauf, was ihr sehen werdet, wenn ich jetzt langsam mal die Sets wieder aktualisiere. Sorry, dass ich das jetzt letzte Zeit nicht gemacht habe. Muss ich jetzt langsam wirklich mal wieder machen, von den letzten Spieltagen und alles auch. Und der Hyperbeam hätte 90 Schaden oder so gemacht. Ich habe halt Hyperbeam drauf, weil ich keinen anderen Move hatte, den ich jetzt wirklich gebraucht habe gegen sein Team. Und der Hyperbeam wäre einfach zur Not gewesen, wenn es in der Situation gut gewesen wäre oder halt... Zur Not auch für einen tollen Abschluss des Kampfes, aber ja. Auf jeden Fall, ich drifte hier schon wieder ab. Am Ende habe ich mir dann halt gedacht, es wäre doch selber gewesen, auf Steinhagel zu gehen, weil selbst, wenn er sich gegen geroostet hätte, ich hätte ihn trotzdem nochmal Schaden gemacht. Entweder hätte er sich die ganze Zeit gegen roosten müssen, dann hätte er meinen Steinhagel ausdollen müssen, wobei ich glaube, Steinhagel mehr Dingens hat, mehr AP als... Steinhagel mehr AP, glaube ich, als Roost. Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube es. Deswegen hört das dann, glaube ich, nicht, aber ja. Es wäre halt auf jeden Fall. Selbst wenn er auf Roost gegangen wäre und danach dann nicht mehr, hätte es ihn ja gekillt und wenn er ganze Zeit gemacht hat, wäre es halt, ja, hätte er versucht auszusollen, aber wie gesagt, ich glaube, Roost hat weniger. Wenn es gleich viel hat, dann, gut, dann hätte es vielleicht klappen können, aber ich denke, dann hätte ich trotzdem noch mit den anderen Attacken gewinnen können oder hätte mich dann, wenn ich gesehen hätte, dass er sich ganz boostet, nochmal Fluch eingesetzt oder so, dann wäre es auch egal gewesen, aber ja. Ich meine, wenn er jetzt gekrittet hätte, während ich mich geboostet habe, dann hätte ich nämlich Regirock noch verlieren können. Aber gut, ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gesagt und auch alles gesagt, was ich wollte. Ja, ich bin wieder wie fast jeden Part mittlerweile verpeilt, weil ich die auch immer so spät aufnehme und alles. Ja gut. Kann man machen, muss man nicht, aber gut. Ja, ich hoffe, der Kampf hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe auch, das Video hat euch gefallen. Und ja, ich würde mich natürlich wie immer über eine Wertung freuen. Schaut auf jeden Fall auch bei Nexus vorbei.
Und schaut euch den Kampf nochmal aus seiner Perspektive an und auch generell könnt ihr natürlich bei ihm vorbeischauen. Und ja, dann hoffe ich, sieht man sich im nächsten Video und ich sag's wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.